Hallo euch allen, da sind wir dabei, Madden NFL 19. Wir sind zurück beim nächsten Solo-Battle und zwar geht es gegen die Madden Marshals. Wir sind auswärts im Arrowhead, wie man unschwer an der ovalen Anzeigetafel erkennen kann. Der Return von Sanders geht bis an die 30-Yard-Linie. Dort hat jetzt mein Cowboys-Team den ersten Versuch und 10. So. Wie immer beim Solo-Battle schauen wir erstmal, dass wir unser Laufspiel etabliert bekommen. Das heißt, Eddie George bekommt den Ball in die Hand gedrückt und wir laufen. Und zwar erstmal über die Außen, über die linke Seite und da hat Eddie George gleich mal eine Lücke. Er kommt nicht so gut in den Spin-Move rein, aber 5 Yards Raumgewinn heißt 2. und 5. Guter Tackle der Marshals. So, jetzt testen wir mal die Innenseite an, Inside Zone. Eddie George über die Mitte, hat da eine kleine Lücke, die aber auch sofort wieder zu war. Die Marshals sind sehr schnell unterwegs. Wir haben einen dritten und drei an der 37-Yard-Linie. So zwingen die mich gleich mal beim allerersten Drive, in der allerersten Serie, in einen dritten Versuch. Cooper geht in Motion. Ich schau mal, was mein Tight End Jarwin macht. Eddie George ist so ein bisschen meine Sicherungsoption. Und das ist eine Interception, das gibt's ja gar nicht. Was ist denn hier los? Ja, guten Morgen. Eine Pick 6. Das ist ja mal ein richtig beschissener Start ins Spiel. Was ist denn hier los? Unfassbar. Eine Pick 6. Oh, tut das weh. Ja, wir liegen mit 7:0 hinten. Na Mahlzeit. Ich glaube, hier erwartet uns mal ein richtig schönes. Hartes Stück Arbeit. Der Kick ist unterwegs. Bis an die 4-Yard-Linie. Sanders nimmt den Ball auf. Und hat keine Chance auf einen Return. Meine Güte, sind die schnell. So, wir lassen uns mal nicht entmutigen. Lauf über die Mitte, über Eddie George. Kommt bis an die 24-Yard-Linie. 2. und 5. Oh, die sind ja teuflisch schnell unterwegs. Ich probiere jetzt mal einen Texas, also einen Passspielzug. Wir attackieren die Mitte mit Sharp und mit Neal. Ich schau mal, was Keyshawn Johnson auf der Außen macht. Ich gehe auf Keyshawn, der hat den Ball. Neues First Down an der 38. So, Lauf über die Mitte. Erster Versuch und 10. Ihr merkt, ich versuche immer noch hier irgendwie das Laufspiel irgendwie vernünftig ans Laufen. Oh mein Gott! Die tackeln auch kompromisslos. Ryan Shazier räumt da hinten alles ab. 2008. Ich probiere nochmal den Texas. Diesmal wirklich mal mit dem Fokus mehr über die Mitte zu gehen, also mit Sharp und mit Neal. Trotz alledem achte ich natürlich auch hier wieder außen auf Keyshawn. Aber da ist Shen Sharp ganz frei. Wir haben ein neues First Down an der 40-Yard-Linie. Wir sind über der Mittellinie. Ich probiere jetzt mal den Tight End Attack. Ich schaue mir zumindest mal an. Keyshawn Johnson und Amari Cooper sind beide an der Line of Scrimmage von den Receivern gedeckt. Das ist schon mal gut, aber wir müssen schauen, was die Safeties machen. Ist mir egal, weil Shannon Sharp frei ist. Neues First Down an der 25-Yard-Linie. Es geht doch. Es geht doch. Erster Versuch und 10. Wir nähern uns schon dem Ende des für mich sehr mit einem großen Schock behafteten ersten Quarter. Eddie George bis an die 21-Yard-Linie. Maggie, der die Marshals anführt, sieht das Ende des ersten Quarters. So, wir gehen rüber ins zweite Viertel. 2. und 6. Lauf über die Außen, Halfback Stretch. Wir laufen über die linke Seite. Eddie George ist da deutlich schneller. Da vorne, da hinten sehen wir noch ein Little Monster.
Wow, das ist interessant. First and Goal an der 7. Oh, mit einem Draw möchte ich gegen die ungern spielen. Inside Zone. Ich versuche es erstmal auf dem Laufweg. Eddie, boah, meine Güte, die nageln den gnadenlos um. Second and Goal an der 5. Trotzdem noch bleibe ich beim Lauf. Zone Week. Über Eddie George. Kommt gerade wieder zurück bis an die Line of Scrimmage. Also das Laufspiel haben die unter Kontrolle, dass das schon mal richtig wehtut. Trotz alledem, wollte ich sagen, bleibe ich dabei. Aber erstmal sind wir schon beim Two-Minute Warning. Wir probieren mal einen Trick-Spielzug. Den Wide Receiver Quick. Wir bleiben also beim Lauf. Aber jetzt über Amari Cooper. Und los geht's. Cooper unterwegs. Kommt nicht bis in die Endzone. An der 1-Yard-Linie ist Schluss. Timeout genommen von den Marshalls. Nein, ich nehme das Field Goal erstmal mit. Mir sehr unsicher, wie dieses Spiel hier weiterlaufen wird. Deswegen bin ich erstmal froh, dass ich die ersten Punkte drauf habe. 3:7. Also diesen beschissenen Start mit der Interception haben wir weggesteckt. Man kann den Ball auch gegen die Marshalls nach vorne bringen, wie wir gesehen haben. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was die in der Offense bringen. Der Return endet an der 24-Yard-Linie. Mal schauen, wer da den Quarterback spielt. Sie haben starken Rückenwind. Das hat man eben gesehen bei meinem Punt, der relativ kurz, oder beim Kick, der relativ kurz gewesen ist. Angeführt werden die Marshalls von Michael Vick in der Offense. Nicht aggressiv. Nicht gegen diese schnellen Spieler, die hier scheinbar auf dem Platz stehen. Ich bin mal sehr gespannt. Also wenn die in der Offense so spielen wie in der Defense, habe ich hier ein echtes Problem. Erster und 10 an der 24-Yard-Linie. Vick wirft vollständig. Schöner Open-Field-Tackle von meinem Safety von Xavier Woods. Zweiter und 2 an der 32-Yard-Linie. Logisch, die machen sich jetzt ja auch nicht den großen Stress. Sie führen ja. Und sie bekommen den Ball mit Beginn der zweiten Halbzeit ja zuerst mit ihrer Offense. Also ich muss wirklich sehen, dass ich sie hier jetzt in den letzten 1:30 der ersten Halbzeit nicht nochmal irgendwie aufs Scoreboard kommen lasse. Vick unter Druck, bringt den Ball an, aber für Minus-Yards. Wir haben einen dritten Versuch und 5. An der 29-Yard-Linie. Vollständiger Pass und ein guter Tackle von Jeff Heath. Er kann jetzt wieder aufstehen, Jeff. Wir halten sie bei einem 4. und 1. So, ich nehme mein erstes Timeout. Damit die Legends hier die Uhr nicht runterlaufen lassen können. Wir bekommen den Ball ja noch einmal zurück. Mit einem riesen Kick bis an die 10-Yard-Linie. Der Return über die linke Seite. Endet an der 38-Yard-Linie. Wir haben noch 50 Sekunden und 2 Auszeiten zur Verfügung. Wollen wir doch mal schauen, ob wir vielleicht sogar noch einmal punkten können. Lauf über außen, über Eddie George. Über die linke Seite. Alter, mein Receiver kam gar nicht in den Block. 2. und 9. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen mehr riskieren. 4 Verticals. So, ich achte auf die Mitte, auf Sharp und auf Keyshawn Johnson. Ja, na klar, 2. Interception. Alter, was ist denn los? Ich glaube es ja gar nicht. Was haben die denn für eine Passing-Defense? Also meine Offense ist von der Rolle. Anders kann man das, glaube ich, nicht bezeichnen. 2. Interception schon. Jetzt natürlich ideale Feldposition. Sind schon an der 42-Yard-Linie.
Jetzt sind es ja noch 35, aber wir erinnern uns. Ja, du darfst hier nicht werfen. Ich habe einen dermaßenen Wind hier schon wieder in diesem Spiel. Der Ball ist an der 35-Yard-Linie, noch 22 Sekunden zu spielen. Boah, Gott sei Dank. Vic wird gesackt, 3. und 10 an der 42. Sekunden noch zu spielen. Das war die letzte Auszeit der Marshalls. Bin ich mal gespannt, auf wie viel Risiko die hier noch gehen bei diesem 3. und 10. Gar nicht mehr, denn sie kommen nicht nach vorne. Ball ist an der 41-Yard-Linie. Wir haben einen 4. Versuch und 9. Ich schicke mein Safe-Team aufs Feld. Skykick bis in die Endzone. Wir haben noch 8 Sekunden auf der Uhr. 1. und 10 an der eigenen 20-Yard-Linie. So, wir nehmen den Play-Action-Fake quick. Ich versuche gleich Amari Cooper in Szene zu setzen. Los geht's. Incomplete Pass. Oh weia, also das sieht ganz schlecht aus. Kleiner Mann, ganz groß. So, 2. und 10. Ich gebe per Audible nochmal in einen Passspielzug. Tight End Attack. Keyshawn Johnson und Amari Cooper meine Anspielstationen. Oh, den hat er, den. Den hat er. Keyshawn Johnson. Mit einem langen Pass. Ausgelaufene Spielzeit. Touchdown Dallas Cowboys. Wir sind wieder in Führung. Okay, sie haben eine schwache oder eine sehr starke Lauf-Defense. Da haben wir gesehen, da geht in der Mitte nichts mit den Linebackern. Aber da hinten scheinen sie verwundbar zu sein. Wir gehen in Führung. 10:7 für die Cowboys. Ende der ersten Halbzeit. So, jetzt kommt genau die Situation, die wir eben angesprochen haben. Wir führen mit 3 Punkten, aber die Offense der Marshalls kommt. Mein Gott, was ist denn das hier schon wieder für ein... Was ist hier für eine Windstärke? Orkan? 1. und 10 an der eigenen 25-Yard-Linie für das Mann-Team, für Michael Vick, die jetzt zum ersten Mal hier im Spiel im Rückstand sind. Ich bin mal gespannt, wie sie darauf reagieren werden. 1. und 10 an der 25. Hill geht außen in Motion. Das ist ein Lauf. Ja, so reagieren sie. Mein Gott, wäre der gerade ausgelaufen. Hätte ihn keiner mehr halten können. 1. und 10 an der 35-Yard-Linie. Vollständiger Pass, schönes Tackling von Byron Jones. Wir haben einen 2. Versuch und 1 an der 44-Yard-Linie. So, Gap Press. Ich rechne mal hier jetzt eher mit einem Laufspiel. Genauso kam es, aber das macht nichts, das hat trotzdem gereicht. Glaube ich, Ricky Williams mit dem neuen First Down. 1. und 10 an der 46-Yard-Linie. Bewegen sich hier kontinuierlich übers Feld. Ich muss sehen, dass ich sie natürlich wieder irgendwie gestoppt kriege, aber das wird sehr schwer, denn Vic findet hier seinen Receiver. 2. Versuch und 2. Das gleiche Spiel wie eben wieder. Jetzt wieder der Gap Press und wieder mit einem Lauf höchstwahrscheinlich durch die Mitte zu rechnen ist. James White steht da auch im Backfield. Oh, wir sehen ein Audible. Was zur Hölle? Hallo, irgendeiner, Michael Vick, danke schön. Was war das denn für ein Play? 3. und 11, also das Audible ging mal komplett in die Hose. Michael Vick hatte alle Zeit der Welt, ich habe schon gedacht, jetzt nimmt er mein Backfield komplett auseinander und dann findet er keine Anspielstation.
Vic unter Druck und wir haben eine Interception. Jeff Heat fängt den getippten Ball ab. Und wir kommen an der 47-Yard-Linie der Marshalls wieder aufs Feld. So, und haben jetzt natürlich den Ansatz, dieses Spiel hier hoffentlich zu drehen. Laufspiel Eddie George über die Mitte. Kommt bis an die 41-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 4. Ich bleibe natürlich jetzt beim Laufspiel. Ich möchte ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Zweiter und 4, Ball an der 41-Yard-Linie. Alter Schwede, kompromisslos. Dritter und 3. Die schaffen es, ich muss schon wieder passen bei einem dritten Versuch. Also Play-Action muss ich, glaube ich, gegen die gar nicht versuchen, erst anzufangen. Ich nehme den Tight End in. Heißt, ich werde mich auf Terrell Owens konzentrieren. Schau mal, was Shannon Sharp da macht. Los geht's. Und das ist ein First Down. Terrell Owens an der 35-Yard-Linie. Das war schon das Ende des dritten Quarters. Das ging mal ganz, ganz schnell. So, erster und 10 an der 35-Yard-Linie. Laufspiel über Eddie George über die linke Seite. Oh, da ist eine Lücke. Da ist eine richtige Lücke. Und ein Spin-Move von Eddie George. Und der ist in der Endzone. Touchdown Dallas Cowboys. Boah, endlich einmal. Das war, glaube ich, der erste richtig gute Run in diesem Spiel. Und der sorgt gleich für den Touchdown der PET. Und jetzt können wir uns ein kleines bisschen, glaube ich, beruhigter zurücklehnen. Wir haben eine 10-Punkte-Führung. 17 zu 7. Der Kick ist jetzt unterwegs. Bis zur 2-Yard-Linie. Der Return endet an der 32-Yard-Linie. 2 Minuten 49 haben wir noch zu spielen. Und jetzt muss eigentlich die Schlussoffensive der Marshalls bereits beginnen. Also ja, sie müssen zweimal scoren, um das Spiel hier mindestens auszugleichen. Ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt, wenn sie jetzt wirklich müssen. Erster und 10. Haben wir einen Overstorm Brave Blitz ausgewählt. Vollständiger Pass. Byron Jones mit dem Tackle. Euer erster und 10 an der 46-Yard-Linie. Aber vor allen Dingen ganz wichtig, die Uhr geht weiter runter. Erster und 10. Zweiter Versuch und 7 an der 49-Yard-Linie. Big Unterdruck, Incomplete Pass. Wir haben einen dritten Versuch und 7 an der 49-Yard-Linie. So, wir bleiben beim Blitzen durch die Linebacker. Ich komme zwar selten zu Vic durch, aber ich glaube, der Druck reicht, um ihn nervös zu machen. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. 18 Sekunden noch bis zum 2-Minute-Warning. Neues First Down. Michael Vic mit der Completion. Erster Versuch und 10 an der 42. So, jetzt laufen die letzten Sekunden runter. Wir sind beim 2-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten im Spiel brechen an. Wir führen mit 17 zu 7 gegen ein starkes Marshall-Team. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Nummer jetzt hier noch weitergeht. Wieder per Audible gehen wir den Overstorm Brave. Ich habe keinen Blitz eben bei der Spielzugauswahl angezeigt bekommen. Wir wirft vollständig. Aber das Gute ist, wie gesagt, die Uhr läuft hier die ganze Zeit weiter runter. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Zweiter und 3. Und der Ball ist intercepted. Byron Jones mit der zweiten Interception gegen Vic. Also da steht es jetzt auch 2 zu 2 ausgeglichen. Und wir haben einen ersten und 10 an der eigenen 12. Das ist nicht so schön, aber wir haben den Ball.
und laufen mit Eddie George über die rechte Seite. Wichtig ist jetzt in Bounce bleiben. Und das ist ein Fumble! Das ist unfassbar. Was ist das für ein Footballspiel heute hier? Cam Chancellor reißt Eddie George den Ball aus den Händen. Einfach so weg. First and Goal für die Marshalls an der 6-Yard-Linie. Oh mein Gott. 1:40 noch zu spielen. Das Ding ist hier noch nicht durch. Die Spurs machen gerade einen traumhaften Touchdown. Vic unter Druck. Tyreek Hill ist von 4 Verteidigern umgeben. Das interessiert ihn mal so überhaupt nicht. Touchdown Marshalls. Alter Schwede. Was für ein Footballspiel. 14:7, damit nur noch die Führung. Und jetzt ist natürlich mit einem Onside-Kick zu rechnen. Was? Und sie machen keinen Onside-Kick. Also die vertrauen mal eben komplett ihrer Defense. So, wir spielen gegen den Wind. 1:36 noch zu spielen. Wir haben den Ball an der 25-Yard-Linie. So, trotz dieser, ich nenne es jetzt mal Nahtoderfahrung durch Eddie George gerade eben, bleiben wir erstmal noch beim Lauf. Eddie George über die linke Seite. Und er hat eine Lücke. Und dreht sich selbst ins Aus. Ich könnte gerade verrückt werden. Erster und 10 an der 47-Yard-Linie. Mann! Aber ich sag mal, dank der urplötzlich aufgetretenen Fumble-Lust von Eddie George ist es vielleicht noch nicht mal das Schlechteste gewesen. Lauf wieder über die linke Seite. Eddie George, First Down an der 45-Yard-Linie der Madden Marshalls, die jetzt ihre erste Auszeit nehmen müssen. Wir haben einen zweiten Versuch und 1. Lauf durch die Mitte. Ich will jetzt nur irgendwie auf Teufel komm raus das First Down haben. 1:25 noch zu spielen. Eddie George hat die Lücke und ist an der 36-Yard-Linie der Marshalls. Also normalerweise würde ich sagen, sind wir jetzt in Field Goal Range, aber wir wissen ja, dass wir hier extremen Gegenwind haben. So, dann laufen wir weiter. Halfback Zone Week über die linke Seite. Einmal können die Marshalls die Uhr noch anhalten. Eddie George bis an die 33-Yard-Linie. Letzte Auszeit genommen von den Marshalls. Ab jetzt haben sie nicht mehr die Möglichkeit, die Uhr zu kontrollieren. Zweiter Versuch und 7. Ball ist an der 33-Yard-Linie. Laufspiel über Eddie George, über die rechte Seite. Er hatte eine Lücke. Bleibt in Bounce, das war wichtig. Ich war schon fast, hätte ich mich gerade schon wieder selbst ins Ausgedreht. Der Ball ist an der 22-Yard-Linie. So, Lead Dive durch die Mitte. Die letzte Minute hier im Spiel hat angefangen. Was für ein Herzschlag-Football-Game. So, das Ding ist noch nicht aus. 3 Turnovers in einem Spiel, wir liegen trotzdem noch in Führung. Zweiter Versuch und 6 an der 17-Yard-Linie jetzt. Lauf über Eddie George, über die linke Seite soll es gehen. Der hatte eine Lücke, hat ein neues First Down und kriegt Mörder einen eingeschenkt. Meine Güte. Erster und 10 an der 11-Yard-Linie. Jetzt laufen die letzten 20 Sekunden im Spiel. Eddie George durch die Mitte gegen den Safety in der Endzone. Das ist der Touchdown für die Cowboys und das ist natürlich die Entscheidung. Der PET ist gut. 24:14. Damit der Spielstand. Ja, und die Marshalls müssen sich fragen, warum sie keinen Onside-Kick probiert haben. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit relativ gering gewesen ist. Sie haben da ihrer Defense vertraut und die hat dieses Vertrauen nicht gerechtfertigt. Kick geht bis an die 2-Yard-Linie. Und der Return endet an der 30. Wir haben noch 6 Sekunden zu spielen. Hail Mary Time noch einmal. Ich habe meine Defense entsprechend auch ausgerichtet.
Ball ist in der Luft und der ist intercepted. Sanders mit der Next Interception. Also Turnover angeht, haben wir es jetzt in 3:3. Bei den Interceptions haben wir es sogar geschafft, dreimal Vic zu intercepten und er uns ja nur zweimal. Aber allerdings hat er eine Pick 6 gehabt. Ein Turnover-Spiel. Letzter Lauf im Spiel, Eddie George über die Außen. Und das Spiel ist aus. Wir schlagen die Marshals in einem harten Spiel. 24:14. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.